ist ein Vogel, ehrlich, ey. Und Säge, Säge. So, wo ist der nächste Baum? Drei Schläge, da bist du durch. Soll ich dir noch einen Zollstock geben, damit alle 30 cm jetzt. Weil sie keine Figuren schnitzen. Jetzt gibt's einen Currywursttopf, Freunde. Mit Zwiebelchen dabei. So. Wir machen nämlich jetzt hier für die Männer. Ne, nehmen wir hier ein bisschen von der Decke. Ich weiß gar nicht, was das für eine Bratwurst ist, aber auf jeden Fall eine leckere. Das ist Thüringer. Das ist Thüringer Kätzchen? Nein, das ist Rostbratwurst. Eine normale Rostbratwurst, ne? Genau. Also wir machen nämlich den gemischten Currywursttopf. Ne? Also wir machen jetzt hier die, aber wir schneiden den schon vor, weil dann sind die nämlich gleich schneller gar. Die Mädchen, die kriegen Nudeln. Spaghetti mit Pesto alla Genovese. Mit Pesto alla Genovese. Halleluja. Und doch, jetzt haben wir hier die zwei, die kommen noch da rein. Ja, Messer, das ist so scharf. Da habe ich mir letztes Mal, als wir die Bohnen gemacht haben, habe ich mir das in den Finger geschnitten. So. Und dazu gibt es Schupfnudeln. Ja, wir haben keine Kartoffeln oder Pommes, Freunde. Wir machen Schupfnudeln dazu. Ja, mit Speck. Alter, das gibt einen festen. Alter Schwede. Das sind Thüringen. Thüringer. Wir sind hier irgendwo im Harz, im Mittelgebirge. Zack. Das geht hier. Zack. Oh, da oben fliegt die Drohne. Wir schälen eben also auf ganz sparsam mal eben die Paprika runter. Ganz auf grob. Ja. Beiß mal ein Stück ab. Nicht so viel. Du sollst ein Stück abbeißen. Oh, lecker. Ja, Hammer, ne? Na, wir haben natürlich jetzt hier nicht das Wahnsinns-Koch-Equipment, ne? Das ist natürlich schade drum, ne? Wenn da draußen jemand ist, der uns so ein bisschen hier unter den Arm greifen will, ne? Mit so einem Magikochstudio oder so, ne? Also wir sind... Ne? Also wird hier mal ganz, ganz dezent runtergeschält. Sind die saftig, ey. Mhm. Boah. So wird Currywurst, die richtige Cowboy-Currywurst gemacht. Ne? So, hier am Lagerfeuer, im Lagerfeuer. Ne, da kriegt ihr auch den richtigen Geschmack, den richtigen Rauchgeschmack. In der richtige Currywurst muss auch Currypulver rein. Und in der richtige Currywurst muss auch ein bisschen Paprika, ein bisschen Schärfe rein. Ne? So, jetzt kommt hier die Schärfe noch mit rein. So, und jetzt wird nochmal richtig gerührt. Der Kochassistent, der Lehrling, der darf schon mal hier ein bisschen umrühren. Ne? Der macht das aber richtig gut. Ich mach das richtig gut, oder? Ja. Ich hab gelernt von dir. Das machst du wirklich richtig gut. Aber das ist, du kannst, Stefan. Komm ich schon ins zweite Lehrjahr? Ja, du, im zweiten Lehrjahr darfst du schon mal nachwürzen. Da ist jetzt ein bisschen Paprika und nochmal Curry drauf. Oh, die hast du aber gut gemacht. Ist sie nicht geil? Ja, habe ich zu Hause gemacht. Ich zeige auch nicht, was das ist. Das, ne? Geht sie noch nicht zu Hause. Die Originale gemacht. So, die kommt nämlich jetzt richtig schön. Kommen da jetzt tatsächlich auch nochmal hier so frische, klein gehackte Tomaten rein, weißt du? Hier so.
wenn ihr das riechen könntet, ne, Freunde, ihr würdet hier Schlange stehen. Mit eurem Tellerchen. Dürrwurstsuppe, Pommes Mayo, Jack Silver Art. Ja. Hier, gab's, eine Portion 5 Euro, ne? Gab's bei mir im Imbiss immer. Ja. Als Beilage machen wir jetzt was ganz Außergewöhnliches. Wir machen jetzt Speckschupfnudeln als Beilage. Boah, kannst du schon riechen? So, aber jetzt können wir wieder Kassala geben. Das sind die Schupfnudeln, die gibt es auch eigentlich immer auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ein Ketzereinchen immer auf dem Weihnachtsmarkt. Schupfnudeln mit Sauerkraut. So, da kommt jetzt hier richtig schön der schupfige Speck dran. Ne? Der bringt richtig geschmeidigen Geschmack. Alter. Und die gewisse... Also ihr wolltet ja nichts davon haben. Ihr wolltet ja Nudeln mit Pesto für die Damen. Aber wir kriegen auch einen... Patrick? Ja, die Männerpfanne. So. Freunde, und jetzt kommt die Geheimzutat, kommt nämlich jetzt mit in die Schupfnudeln. Die Knoblauchbutter. Ne? Da darf man nicht sparsam sein. Da kann ruhig eine halbe Knoblauchbutter mit rein. Die zweite Schupfnudeltüte. Alter. Das darf ich auch mal probieren. Einmal gucken, wie der Stefan probiert. Alter Schwede, Jack. Hat er schon. Unschlagbar, der Kerl. Wir warten, ne? Wer soll das alles essen? Ja, das ist das letzte Mal. Haben wir auch, wer soll das alles essen? Haben wir da so einen riesen Pott gemacht. Leer, hat er aufgegessen. Alles weg. So, Freunde, hier sind die Schupfnudeln in der Knoblauchbutter. Die Schupfnudeln in der Knoblauch. Oh, Alter. Wollt ihr mal riechen kommen? Alter, ihr dürft jetzt alle mal nacheinander riechen kommen hier. So, Freunde, jetzt hier die Schupfnudeln, ne? Hab ich ja gesagt. Stefan, kommst du mal hier, bitte? Ja, du darfst das so stehen lassen. Ich kümmere mich jetzt sofort darum. In der Küche geht dann immer alles recht zügig. Was meinst du, was meine... Ja, ja, ich bin schon hier, so, du musst jetzt erst eine Prise Nase nehmen, ob dir das auch... Boah. Nein, Alter. Ja. Ne, so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Hier brauchst du nicht ganz so ne? Ja. Also, desto so ruhig. Geschmeidig. Genau. Ein bisschen genau. Spenden. Ja. Habe ich schon drauf, ne? Ja. Ich bin jetzt auch im zweiten Lehrjahr. Also. Im zweiten Lehrjahr, da verlange ich das aber auch. Ja, ne? Ja, ja. Da ist es jetzt hier. Alter. Kannst du sehen? Pass auf, wir müssen einmal hier in das Licht reingehen. Kannst du das? Könnt ihr das hören? Ja, Freunde. Hier so ganz an der Seite, nur noch zum Wärmen hier, weißt du, dass das warm gehalten wird. Patrick, wie sieht das aus mit den Nudeln? Super. Meinst du, die Damen kriegen heute noch was zu essen? Ja, sicher. Guck mal, Freunde, sieht das nicht schön aus mit der blauen Stunde? Guck mal da. Unser Camp hier, da alles da schön. Habe ich so allerhand Arbeiten gekriegt. Megantisch. So, Nüllchen sind da jetzt auch gleich am Start fertig. Die Currywürstchen, die werden da warm gehalten. Herrlich, absolut herrlich. Ich jetzt rein hier nach. Ne, schön mit der Decke. So, Freunde, Essen ist fertig. Ne, die Schupfnudeln sind hier fertig. Da stehen sie. Hey, Stefan. Stefan, hast du dir schon was? Du hast fleißig gearbeitet, Stefan. Stefan hat dir schon eine Portion hier, selbstverständlich. Geil, Jack. Einfach nur geil. Einfach nur Hammer. Nimm die Schupfnudeln dazu. Ne? Ja. Also die Lehrlinge, die dürfen immer viel essen bei mir. Also definitiv. Ja, hol immer eine richtige Kelle drauf. Was mache ich denn, wenn ich dann ausgelernt habe? Dann gehst du in Rente und dann muss ich für dich kochen. Ja, selbstverständlich. Ja, dann sowieso. Freunde, in diesem Sinne ist das Kochvideo jetzt hier beendet. Das Currywurst-Kochvideo. Ja, macht danach, wie ihr wollt. Lasst einen Daumen da, ein Abo da, ein Like da. Und es kommen bald sowieso öfters und mehr... Urbex Extreme Kitchen Videos. Jetzt Kätzchen ist hungrig jetzt mittlerweile, verstehst du? Jetzt übernimmt Kätzchen hier am Feuer auch noch die Nudeln kochen. Kätzchen? Ja. Kätzchen ist weint vor Wut. Ah, Freunde, ist das mega. Ist das mega. Jetzt kommen die Nudeln hier auch. Hast Kommentare da ohne Ende. Und es folgen bald noch mehr Videos, wenn die Wildwiese endlich so fertig ist. Und na ja. In diesem Sinne, Freunde, wir lassen es uns schmecken. Bleibt sauber, gerade und gesund und esst mehr Currywürstchen auf jeden Fall. Der Lehrling, der lacht sich ein hier. Einfach zu geil. Immer. Die Touren sind einfach nur immer geil. So mit dem Essen und so. Hat was.